oder irgendwelche Gründe und ich war noch nicht ready und dann habe ich es endlich 1993. Ja. Ich liebe dich nämlich immer. Über ihren indischen Guru kommt Nina Hagen zu der Überzeugung, dass Kunst der Gesellschaft dienen muss. Sie setzt sich ein für Tierschutz, gegen Atomkraft, gibt Charity-Konzerte für ein von ihr gegründetes Krankenhaus in Indien und engagiert sich für ein Sterbehospiz in der Nähe von Köln.